Was geht ab, YouTube-Freunde? Hier ist der FaZe wieder mit einem frischen Guide zu Elden Ring. In diesem Video kämpfen wir erneut gegen den Boss Crystallianer, nur diesmal mit Ringklingen ausgestattet, mit solchen Wurfringen. Wir treffen den Boss im Kristalltunnel von Raya Lusaria an und spielen das Ganze nach demselben Prinzip wie schon beim ersten Fight. Einfach so schnell es geht die Haltung brechen mit schweren Angriffen, weil man vorher sonst nicht viel Damage macht. Und sobald die Haltung gebrochen ist, kann man mit gespammten Angriffen diesen Boss recht schnell erledigen oder das Ganze ein bisschen safer angehen. Aber Details verrate ich jetzt im Video. Viel Spaß. Also, im Kristalltunnel von Raya Lusaria treffen wir die zweite Version oder die dritte Version von diesen Kristallianern an. Vorher hatten wir Stab und Speer bekämpft. In diesem Fall sind das so eine Art Wurfringe. Und das, was man jetzt einfach machen muss, ist wieder mit Sprungangriffen oder mit normalen schweren Angriffen oder mit Konterangriffen die Haltung zu brechen. Da braucht man so ein paar Schläge dafür, bis das geschehen ist. Also solange das nicht geschehen ist, macht man sehr wenig Damage. Wie ihr gerade seht, 16 Schaden mit einem Angriff gemacht. So kommt man nicht weit bei dem Kampf. Die Waffe prallt auch immer ab. Deswegen ist halt das Ziel, die Zwischenräume, also das Zeitfenster zwischen seinen Angriffen auszunutzen, um einen schweren Hieb zu machen. Oder so wie ich das CC mache, Schild oben gehalten und dann Konterangriff gemacht. Das macht man so lange, bis man irgendwann, wie jetzt, mit einem schweren Angriff den Hals gebrochen hat. Da macht man kritischen Damage und dann seht ihr schon 372 Schaden und jetzt geht's ab. Jetzt kann man einfach nur noch die Angriffe spammen. Wie ihr seht, der Schaden ist enorm. Der Gegner ist gar keine Herausforderung. Ihr könnt den Schaden bis zum Tod spammen oder ihr könnt das ein bisschen safer angehen wie ich. Also ein bisschen Pause machen und dann wieder das Zeitfenster zwischen den Angriffen ausnutzen, um ihn zu töten. Das Gute auch daran ist, dass wenn man einmal die Haltung gebrochen hat, macht man nicht nur mehr Damage, sondern mit jedem Angriff sorgt man auch dafür, dass man den Angriff oder die Angriffe vom Bossgegner unterbindet. Das heißt, man hat eigentlich immer Free Hits, ohne zu riskieren, dass der Gegner einen angreift. Das war's. Also nochmal zusammengefasst, reingehen, die Haltung brechen mit schweren Angriffen, das Schild immer ruhig oben halten, aber der ziemlich langsame Angriff, den kann man eigentlich sehr leicht ausweichen. Und dann, nachdem man die Haltung gebrochen hat, kann man eigentlich nur noch die Angriffstaste spammen, bis der Boss down ist oder zur Not so ein bisschen safer spielen und immer dann die Zwischenräume der Angriffe ausnutzen, um dann selber zu kontern. Aber der Gegner ist wirklich gar keine Herausforderung. Probiert zu Hause aus. Danke fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal, um mich zu supporten. Aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos verpasst, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Guide. Ich bin's, euer FaZe. Ciao.